Hallo und herzlich willkommen bei Spektrum, unserer Jugendtalk-Sendung hier im Studio Ida Oberstein. Ich bin Finn und werde euch heute durch die Sendung führen. Zu Gast habe ich heute den Journalisten und YouTuber Mirko Trotschmann. Hi. Hi. Einige unserer Zuschauer kennen dich sicherlich, aber vielleicht kannst du dich ja trotzdem mal kurz vorstellen. Ja, ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Journalist, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin zum Beispiel unterwegs für die Kindernachrichten Logo und moderiere eine Sendung im MDR-Fernsehen. Im Osten ist das, da geht es um geschichtliche Themen und mache sonst so ein paar Dinge noch als freier Journalist. Und bin bei YouTube unterwegs. Ich habe einen YouTube-Kanal, da heiße ich Mr. Wissen2Go und versuche Dinge zu erklären, die man vielleicht irgendwo mal aufschnappt, in den Medien mitbekommt, aber nicht ganz versteht. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Ist nicht unbedingt mein Beruf, das mache ich eher so nebenbei, aber macht auch eine Menge Spaß. Genau, also das hier ist ja heute mein erstes Interview und ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Du als Journalist hast da natürlich schon mehr Ahnung. Wie war denn dein erstes Interview? Ja, gute Frage. Ich überlege gerade, mit wem das war. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe eine Zeit lang im Radio moderiert und habe da so eine Musiksendung auch moderiert. Und da waren dann immer viele Künstler. Und ich erinnere mich noch an ein Interview. Es war nicht mein erstes, aber mein erstes Live-Interview, glaube ich, mit Silbermond, der Band. Und es war so heiß im Studio. Und das war ein kleines Studio. Wir hatten keine Klimaanlage. Und da waren so die Band natürlich, die sind ja ziemlich viele. Und ich habe sowas von geschwitzt. Und die anderen Jungs auch. Aber Steffi von Silbermond hatte eine Lederjacke an und hat überhaupt nicht geschwitzt und das habe ich überhaupt nicht verstehen können. Und danach haben wir noch ein Foto gemacht und das Foto habe ich danach direkt verbannt und wollte nicht, dass es auf die Website gestellt wird, weil ich da so Schweißflecken überall hatte, aber es ging trotzdem online. Naja, es ist glaube, hoffentlich nicht mehr da. Ja, also deinen YouTube-Kanal hast du ja seit 2012 und im Fernsehen bist du schon länger unterwegs. Warum machst du eigentlich YouTube gleichzeitig zu deinem eigentlichen Beruf im Fernsehen? Also ich finde, YouTube ist einfach ein sehr spannendes Medium. Da kann man Dinge ganz anders machen als im Fernsehen. Man sollte sie auch anders machen. Und das Coolste an YouTube finde ich eigentlich, dass man so einen direkten Kontakt zu den Zuschauern hat. Während man jetzt im Fernsehen eine Sendung macht, da kommt vielleicht mal eine Postkarte oder es kommt mal eine E-Mail. Aber das war's dann auch schon. Und bei YouTube hast du halt wirklich das direkte Feedback der Zuschauer. Da kommen Kommentare, da kommen Bewertungen. Mal sind die gut, mal nicht so gut. Aber das ist einfach eine ganz andere Beziehung zu den Zuschauern, die man da hat. Und das finde ich herausragend eigentlich an YouTube. Und deswegen mache ich das auch so gern. Man merkt auf jeden Fall schon einen Unterschied. Seit 2014 bist du Reporter bei Logo. Inwiefern kannst du deine journalistische Tätigkeit bei YouTube einbringen? Also wie verbindest du die zwei Sachen miteinander? Das Gute ist, dass ich Themen, die ich so für meine Arbeit mache, zum Beispiel für Logo, dann auch bei YouTube umsetzen kann, weil ich dann eh schon zu recherchiert habe, habe vielleicht ein paar Ansprechpartner und das ist dann ganz praktisch. Aber auch andersrum, es gab auch schon Themen, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, bei denen ich gedacht habe, oh, das wäre vielleicht jetzt auch interessant für die Sendung. Und so kann man das irgendwie immer ganz gut miteinander verbinden, vor allem was Experten angeht. Also ich habe inzwischen so eine kleine eigene Datenbank mit Experten und wenn ich zu einem bestimmten Thema was wissen muss, rufe ich die an oder schreibe denen eine Mail und das kann ich natürlich für alle Medien nutzen, für die ich da arbeite. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr praktisch an, muss ich sagen. Der Trend geht bei vielen Jugendlichen ja eher in die Richtung von YouTube als zum Fernsehen. Ich selber gucke jetzt auch lieber YouTube, weil es ist einfach multimedialer. Und was denkst du, wird das heutige Fernsehen ersetzt werden durch YouTube irgendwann? Komplett ersetzt werden, das glaube ich nicht. Nee, also Fernsehen hat einen großen Vorteil, nämlich, dass man übers Fernsehen eine Riesengruppe an Menschen zur gleichen Zeit erreicht, weil einfach alle die Technik haben und man muss nicht irgendwie groß wo draufklicken, sondern man schaltet einfach an und zack, dann ist es da. Und ich glaube, dass beim Thema Events und Live-Events vor allen Dingen das Fernsehen nach wie vor eine Relevanz haben wird, auch in 5 Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren. Fußballspiele zum Beispiel, ja klar, die kannst du auch streamen im Internet, aber da macht es keinen Sinn, sich das 2 Wochen später anzugucken, es sei denn, du willst die Highlights dir nochmal angucken. Und ich glaube, bei solchen Themen oder bei den großen Shows oder so, da wird Fernsehen schon weiterhin eine Relevanz haben. Aber vielleicht oft auch nur als das Medium, auf dem es zuerst stattfindet und dann findet es dann in den anderen Medien statt. Ich glaube auch, der Nachteil, wenn man so will, bei YouTube ist ja zum Beispiel, dass du wissen musst, was du gucken willst. Klar, du kannst auf die Startseite gehen, kannst schauen, was wird dir angeboten, aber du musst ja schon gezielt suchen. Im Fernsehen lässt du dich berieseln. Und ich kenne es von vielen, je älter man wird, desto fauler ist man. Und wenn man dann arbeitet, von der Arbeit heimkommt, hat man keine Lust mehr, irgendwie sich durch YouTube zu klicken oder irgendwas zu suchen. Und dann lässt man sich einfach berieseln. Und ich glaube, dass deshalb auch das Fernsehen weiterhin noch eine Relevanz haben wird, aber eine kleinere definitiv.
Ja, also die werden sich wahrscheinlich ergänzen, die beiden Medien. Genau. Denkst du eigentlich, dass Hass und Fremdenfeindlichkeit ohne warme Medien wie zum Beispiel Facebook oder YouTube nicht so präsent wären, also als wenn es nur das normale lineare Fernsehen gäbe? Ja, das ist schon möglich. Auf der anderen Seite, wenn man mal den Hass beiseite lässt, geben natürlich soziale Medien allen Menschen die Möglichkeit, sich zu äußern, was vorher nicht möglich war oder nicht in der Form möglich war. Vor 30 Jahren, wenn man da seine Meinung sagen wollte, dann ist man in eine Kneipe gegangen, hat die am Stammtisch erzählt oder hat vielleicht versucht, irgendwie einen Flugzettel zu verteilen oder so. Aber heute kannst du das im Internet machen und damit viele Leute erreichen. Das ist ja erstmal gut. Das ist eine Demokratisierung. Auf der anderen Seite, du hast schon gesagt, Hass kann sich natürlich auch sehr einfach verbreiten. Und ich glaube schon, dass ohne die sozialen Netzwerke sich Hass weniger verbreiten würde. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass es den Hass nicht geben würde. Der wäre halt verdeckter. Und das sagen ja auch Forscher, die sich mit Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel beschäftigen. Wir Deutschen sind nicht rassistischer geworden, sondern wir äußern das jetzt halt einfach öffentlich, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Genau, vor allem anonym ist das ja für manche sehr praktisch. Ja, Fernsehen und YouTube sind ja zwei unterschiedliche Medien. Was machst du von beiden lieber? Schwer zu sagen, ich finde beides super. Also YouTube, eben wie schon gesagt, man hat die Community, man hat die Zuschauer direkt, man ist mehr oder weniger sein eigener Chef, macht das, was einen interessiert, setzt das um und hat keine großen Prozesse, die irgendwie noch dazwischen liegen. Im Fernsehen, da sind natürlich noch viel mehr Leute beteiligt. Das ist aber auch wieder gut im Fernsehen oder auch generell in klassischen Medien. Du hast nochmal einen Chefredakteur oder einen Chef vom Dienst, der sich was anguckt, schaut, stimmt das überhaupt? Also du hast dieses Korrektiv noch mit dabei. Das ist ein Vorteil und eben auch die Möglichkeit, einfach auch andere, sagen wir mal, Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Die Sendung, die ich im MDR-Fernsehen moderiere, die erreicht vor allem Menschen, die älter sind als 50, manchmal sogar auch älter als 60. Und das würde ich jetzt mit meinem YouTube-Kanal nicht unbedingt. Und deswegen finde ich das eigentlich schön, da so diese beiden Medien zu haben. Ja, man erreicht halt verschiedene Altersgruppen, genau. Und das ist halt sehr praktisch. Und privat, was siehst du dir lieber an? YouTube-Videos oder eher die klassischen Fernsehsendungen? Ich muss sagen, wir hatten früher, als ich zu Hause gewohnt habe, nur 3 Programme. Später kamen dann ein paar mehr dazu, aber nur die öffentlich-rechtlichen. Und deswegen war es für mich nie so, dass ich mich abends hingesetzt habe und gedacht, ich zapp mal rum, weil bei 3 Programmen kannst du nicht viel zappen, das ist schnell vorbei. Und wenn dann bei 2 Sendern Schrott läuft und im dritten, das interessiert dich auch nicht, dann guckst du halt kein Fernsehen. Deswegen bin ich eigentlich noch nie so der klassische Fernsehgucker gewesen und habe schon immer eher vor dem Rechner gesessen, auch abends zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht der klassische YouTube-Gucker, weil ich zu alt bin. Also die Sachen, die es bei YouTube gibt, die Inhalte, die sind meistens eher für Jüngere oder oft. Und deswegen gucke ich jetzt auch gar nicht so viel, was bei YouTube los ist. Was ich sehr viel mache, ist, ich bin in Mediatheken unterwegs, der Fernsehsender, suche da was raus, was mich interessiert. Und schaue mir natürlich bei den Streaming-Anbietern, Netflix oder Amazon Prime und wie sie alle heißen, Sachen an. Also gucke on demand. Wirklich Fernsehen gucke ich nur Fußball. Und manchmal so Sendungen wie die Heute Show oder so. Ja, die gucke ich auf jeden Fall auch. Ist ja auch super. Du kommst halt so ein bisschen zu einer blöden Zeit, Freitagabends. Aber das ist so das, was ich mir hauptsächlich im Fernsehen angucke und den Rest gucke ich mir eigentlich im Internet an. Ja, für mich bietet es, also oder für die ganzen Jugendlichen bietet es halt an, weil man kann einfach was suchen, was man gerade gucken will. Genau. Und im Fernsehen ist das ja ein bisschen abhängig, also vom Fernsehprogramm. Ja. Ja, also jetzt haben wir ja schon ein bisschen zu deiner Meinung über Fernsehen und YouTube was gehört. Um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir als Team so ein Spiel vorbereitet, unser Spektrumspiel, das heißt das oder das. Im Spiel geht es einfach darum, ich nenne dir 2 Begriffe und du entscheidest dich für einen Begriff, den du lieber magst und am besten sagst du auch gleich warum. So, als erster Punkt YouTube oder Fernsehen. Ich muss mich entscheiden. Ja. Schwer zu sagen. Puh. Ja, dann würde ich sagen Fernsehen. Okay. Telefon oder Handy? Handy, auf jeden Fall. Familienmensch oder Partygänger? Familienmensch. Sprudel oder stilles Wasser? Stilles Wasser. Sorry, auch wenn hier Sprudel steht, aber mag ich auch. Aber stilles Wasser ist noch ein bisschen besser. Süß oder salzig? Salzig. Döner oder Burger? Burger. Bin ich auch der Meinung. Stadt oder Land? Ich komme vom Land und ich wohne auf dem Land inzwischen wieder, deswegen Land. Privatsender oder öffentlich-rechtlicher? Ja, öffentlich-rechtlich, ich arbeite schon so lange für die und gucke auch fast nur die. Genau. Nachdem wir dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, kommen noch ein paar spezielle Fragen zu deinem YouTube-Kanal. Du bist ja jetzt nicht so der klassische Lifestyle-Blogger,
YouTuber oder machst Schminktipps oder so irgendwas. Wie erklärst du dir denn deinen Erfolg oder was unterscheidet dein Content von anderen? Ja, gute Frage. Da müsste man die Zuschauer fragen. Also ich glaube, warum Leute meine Videos angucken, hängt nicht unbedingt mit mir zusammen. Also das merke ich immer wieder, wenn ich auf die Straße gehe. Ich werde kaum angesprochen, ab und zu mal, ja, aber die Leute kreischen jetzt nicht und flippen nicht aus, sondern die unterhalten sich mit mir eher über die Themen, über die ich auf meinem Kanal spreche. Und das zeigt mir, dass die Leute meine Videos vor allem wegen der Themen gucken und das freut mich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum sich die Leute da mit meinen Videos beschäftigen, weil sie vielleicht irgendwas hören, Wahlen in der Türkei, beziehungsweise Volksabstimmung in der Türkei, wissen aber nicht genau, was da los ist. Also schauen sie bei mir auf dem Kanal vorbei und hoffen, dass sie es da erklärt bekommen. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Und dann hängt es natürlich auch damit zusammen, dass meine Videos relativ kompakt sind. Man muss sich jetzt nicht viele Seiten in einem Buch durchlesen oder so. Man kann sie auch nochmal zurückspulen. Und ich versuche auch immer die Themen anzusprechen, die gerade aktuell sind und die Leute bewegen. Und wahrscheinlich kommen auch deswegen Leute auf meinen Kanal. Aber mit mir selbst hat es jetzt anders als mit anderen YouTubern wenig zu tun. Also ich bin kein Le Floyd oder keine Dagi Bee oder so, die halt wirklich total viele Fans hat und die angehimmelt wird. Also das passiert bei mir nicht wirklich und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, für die meisten sind auch deine Videos auch sehr praktisch, halt wie du schon gesagt hast, im politischen Sinne. Du hast aktuell 490.373, also sagen wir fast 500.000 Abonnenten. Ja. Wie wichtig ist dir denn deine Community und warum? Total wichtig. Also was mir nicht so wichtig sind, sind Zahlen. Natürlich freut man sich, wenn viele Leute die Videos angucken. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Kuchen, für den man sich viel Mühe macht und den man backt und dann bringt man ihn irgendwie auf eine Geburtstagsparty mit. Will man ja auch, dass viele Leute den Kuchen essen, dass er am Schluss komplett aufgegessen ist. Und gut, ein Video kann man nicht leer schauen, aber es können halt viele schauen. Und hinter so einem Video steckt auch viel Arbeit und man steckt da Mühe rein. Und deswegen freut man sich natürlich, wenn es viele gucken. Aber Zahlen sind da jetzt nicht vorrangig. Mir ist es eher wichtig, dass die Leute diskutieren und dass sie auf einem guten Level diskutieren und das passiert sehr oft oder eigentlich immer. Klar gibt es auch mal ein paar Ausreißer, aber insgesamt bin ich da wirklich stolz drauf, dass die Leute, die meine Videos gucken, sehr sachlich und fundiert über Themen diskutieren und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, weil ohne die Kommentare wären meine Videos nur halb so viel wert. Viele Leute schauen in die Kommentare auch, um sich da nochmal eine Meinung zu bilden oder darüber hinaus noch Infos zu finden. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass die Community da so gut unterwegs ist. Also deine Community ist auch sehr sachlich, sagen wir es so. Ja. Ja, also ich habe mal einen Blick in deine Kanalbeschreibung geworfen und da steht, du nimmst keine Anfragen für Hausaufgaben und so weiter mehr an und kannst sie auch nicht mehr bearbeiten. Ja. Denkst du, das aktuelle Lernkonzept der Schulen ist so gut oder sollte vielleicht etwas multimedialer werden? Weil anscheinend suchen ja viele Jugendliche über deinen Kanal, über YouTube, Hilfe zu lernen halten. Also ich möchte mir da jetzt nicht anmaßen, das Schulsystem als komplett schlecht darzustellen oder so. Klar, da gibt es viele Dinge, an denen man schrauben müsste. Ist ja auch immer bundesländerabhängig und da gibt es schon viel Optimierungsbedarf. Die Lehrpläne müssen entrümpelt werden, in der Lehrerausbildung müsste was gemacht werden. Ob das Heilmittel jetzt ist, dass man multimedialer wird und nur noch Videos zeigt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dass viele Leute, weil sie in der Schule mit einem Thema nicht zurechtkommen, auf meinen Kanal stoßen, ist tatsächlich so, aber hängt auch damit zusammen, dass es halt dieses Angebot gibt. Hätte es vor 20 Jahren schon gegeben, wäre das vor 20 Jahren auch schon passiert. Also ist nicht so, dass sich da jetzt massiv was verschlechtert hat und deswegen die Leute auf einmal alle Nachhilfevideos angucken. Gibt auch noch andere, die da in dem Bereich unterwegs sind. Sondern ich glaube einfach, es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe mir früher eine Lektürenhilfe gekauft in Deutsch. Heute schaut man vielleicht eher mal auf einem Deutsch-YouTube-Kanal vorbei. Oder ich habe mir früher halt irgendwie, als ich aufs Abi gelernt habe, noch ein paar Ergänzungsbücher gekauft fürs Geschichtsabi. Heute guckt man sich die Videos an und das ist einfach ein verändertes Verhalten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Bildungssystem in den letzten 10 Jahren in den Bach runtergegangen ist. Auch wenn, wie gesagt, vieles da verbessert werden sollte. Ja, ich gucke mir auch lieber Videos an, wenn ich was nicht verstanden habe, als mir irgendein Buch durchzulesen. Bin ich auch ganz offen. Woher kommen denn die ganzen Ideen, für jede Woche ein neues Video hochzuladen? Die kommen vor allem, und da sind wir wieder bei der Community von den Zuschauern. Also 70-80% der Themen, die ich auf meinem Kanal anspreche und umsetze, kommen von Zuschauerwünschen, die sagen, Mensch, willst du dich mal zu diesem Thema was machen oder zu jenem? Und wenn zu einem Thema mehrere Anfragen kommen, dann merke ich dann schon, okay, das interessiert wohl viele, also wird sich's auch anbieten, dein Video drüber zu machen. Und dann ist es so, dass ich mich ja an aktuellen Ereignissen auch orientiere und da liegen die Themen auch oft auf der Straße. Also allein jetzt könnte ich jetzt ein Video machen über den UN-Sicherheitsrat, der überhaupt nicht weiterkommt in Syrien. Man könnte über die Bundeswehr, die Probleme hat, ein Video machen. Man könnte über die Wahlen in Frankreich ein Video machen. Also es ist so viel, was aktuell ist und deswegen
habe ich da eigentlich auch nie Schwierigkeiten. Und dann ist noch so vielleicht 5-10% der Themen auf meinem Kanal sind Sachen, die ich mal irgendwo mitbekomme und interessant finde. Wenn mir jemand was Interessantes erzählt oder ich irgendwo ein Buch was Spannendes lese, dann gucke ich auch, dass ich das vielleicht in einem Video umsetze. Ja, viele deiner Videos sind ja auch sehr politisch angelehnt und du sagst auch eigentlich so sehr offen deine Meinung zu den bestimmten Themen. Und jetzt schauen wir einfach mal in eines deiner Videos rein. Am 16. April könnte die Türkei zu einer Diktatur werden. Das liest man momentan immer wieder, aber auf der anderen Seite sieht man auch zehntausende Menschen, die die türkische Fahne schwenken, auch in Deutschland und sagen, nein, ab dem 16. April wird alles viel, viel besser. Fakt ist, am 16. April gibt es eine Volksabstimmung in der Türkei, bei der auch viele in Deutschland lebende Türken mitmachen können. Und dabei geht es um eine Verfassungsänderung. Aber wird die Türkei damit wirklich zur Diktatur? Was steht überhaupt drin in dieser geplanten Verfassungsänderung? Was würdest du sagen, inwiefern deine eigene politische Meinung zu den Themen, wie zum Beispiel die Wahlen in der Türkei, wichtig ist? Eigentlich finde ich meine Meinung überhaupt nicht wichtig. Also klar habe ich eine Meinung, aber das ist ja erstmal nicht relevant. Aber ich stelle schon fest, dass viele Leute mir immer wieder Fragen stellen zu meiner Meinung und sagen, sei doch nicht so neutral, sag mal, was du denkst. Und deswegen versuche ich immer mal wieder meine Meinung zu sagen, entweder in Videos, die dann auch extra so gekennzeichnet sind, Mirkos Meinung ist dann quasi der Hashtag dahinter, oder aber ich versuche das in ein Video einfließen zu lassen, aber auch gekennzeichnet, dass die Leute merken, okay, das ist jetzt keine neutrale Erklärung mehr, das ist die Meinung zum Beispiel am Ende des Videos, dass ich sage, also meine Meinung ist ja dieses und jenes und wie seht ihr das denn, um dann auch die Leute zu animieren, ihre Meinung zu sagen, aber einfach deshalb, weil die Leute sich das wünschen und das hängt glaube ich damit zusammen, dass viele junge Leute meine Videos schauen und wenn man jung ist, dann weiß man manchmal noch nicht, was soll ich jetzt darüber denken, man sucht nach Orientierung und da ist sowas natürlich ganz praktisch. Genau, sonst wäre das ja auch Beeinflussung eigentlich und das ist eigentlich so besser, wie du es machst, so sehr neutral. So, und abschließend wüsste ich jetzt noch gerne, wo siehst du deine Zukunft? Im Fernsehen, bei YouTube oder wo ganz anders? Ach, überall. Mal gucken, wie es weitergeht mit den Medien, ob YouTube das Videomedium im Internet Nummer 1 bleibt, ob da was anderes gibt, keine Ahnung. Ich sehe meine Zukunft einfach darin weiter, Geschichten zu erzählen, Dinge zu erklären, wo auch immer, ob das jetzt im Fernsehen ist, im Webvideobereich, wo ganz anders. Das ist das, was ich eigentlich weiterhin machen will und ich möchte einfach anderen Leuten weiterhin helfen, Orientierung geben, auch mit Sachen, bei denen ich nicht unbedingt nur vor der Kamera bin. Also inzwischen produziere ich auch mit einem kleinen Team auch andere Sachen, bei denen man mich gar nicht sieht, sondern nur im Hintergrund. Das macht mir auch Spaß, Dinge zu entwickeln und das möchte ich eigentlich auch weiterhin machen. Und viele fragen auch immer, ob ich mal in die Politik gehen würde. Ich war schon mal im Stadtrat in der Stadt, aus der ich herkomme, und könnte mir tatsächlich vorstellen, irgendwann vielleicht mal wieder in die Politik zu gehen, wenn man mich da will. Aber das ist momentan jetzt eher nicht so relevant. So viele deiner Zuschauer hoffen natürlich auch, dass es immer weiter deine Videos gibt zur Erklärung und weiteres. So gut, das war's dann auch mit unserer zweiten Sendung Spektrum, dem Jugendtalk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast Mirko Trotschmann. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.